So, wir sind jetzt beim Sport angekommen und bei mir zu Gast im Studio ist David Wolgemuth, Head Coach der Hannover Regions. Hallo. Hallo. Ihr Team spielt ja jetzt das zweite Mal in Folge in der Baseball-Bundesliga. Was haben Sie sich für die neue Spielzeit vorgenommen? Wir wollen auf jeden Fall einen Platz besser werden als letztes Jahr. Letztes Jahr sind wir Fünfter geworden, damit an den Playoffs vorbei. Und dieses Jahr ist unser Ziel, in die Playoffs zu kommen. Mhm. Zur Vorbereitung hat es ja auch zwei Testspiele gegeben gegen Paderborn. Das Match haben wir auch übertragen und gegen Hamburg. Wie hat sich Ihr Team in diesen beiden Tests verkauft? Gegen Paderborn haben wir uns ganz gut verkauft. Dafür, dass es der erste Test war, sind wir ganz gut in die Testphase gestartet. In Hamburg war es dann leider nicht so gut. Unser Pitching war sehr gut, aber in der Defensive hat man gemerkt, dass noch nicht alles stimmt, was stimmen muss, um gegen Bonn denn und überhaupt in der Saison zu bestehen. Mhm. Die Regions haben sich ja in diesem Jahr auch verstärkt. Auf welchen Positionen gibt es denn Neuzugänge? Wir haben uns dieses Jahr auf der Catcher-Position verstärkt mit dem Tyler Krobetzky, ein US-Amerikaner. Wir haben einen neuen Shortstop bekommen, den Marcel Felsmann aus Hamburg, den neuen Pitcher Heath Gray und den Outfielder noch Colin Forgy. Hatte auch den Hintergrund einfach, dass wir zwei, drei Abgänge hatten. Unsere beiden US-Amerikaner Mike Perrone und Patrick Coleman sind wieder zurück in den USA. Und unser Catcher, der Kevin Fröse, ist studienbedingt. Leider konnte er dieses Jahr nicht spielen oder kann dieses Jahr nicht spielen. Und der Wester Boccio ist nach Dortmund gegangen. Mhm. Saisonstart ist ja am 2.4. gegen den Nordmeister Bonn Capitals. Ein schwerer Gegner zum Start. Ist das jetzt gut oder eher schlecht? Es ist auf jeden Fall der schwerste Gegner, denke ich, den wir dieses Jahr haben werden im Norden. Und ob es gut ist oder nicht, werden wir, glaube ich, dann am 2.4. sehen. Aber ich denke, wenn man dieses Team schlagen kann, dann an so einem besonderen Tag wie das erste Spiel zu Hause, da ist immer alles möglich. Mhm. Wo genau ist der Ansatz? Welchen Ansatz verfolgt man? Möchte man jetzt eher die kleineren Teams schlagen oder will man einfach heimstark sein? Oder will man halt eben auch versuchen, so viele wie möglich von den großen Teams zu ärgern? Die großen Teams sind wieder ganz gut. Wir haben letztes Jahr mal super mitgehalten, haben knapp verloren. Und wenn wir da dieses Jahr vielleicht mal ein, zwei gewinnen können, weil wir einfach auch ein bisschen mehr Erfahrung haben, auch durch die US-Amerikaner mehr Spielerfahrung kriegen. Und gegen die Kleinen sind uns, oder die unter uns waren, sind uns zu viele Ausrutscher passiert. Wir müssen einfach konstanter werden, damit wir diese Spiele dann halt auch gewinnen. Mhm. Baseball ist in Deutschland ja immer noch eine Randsportart. Was meinen Sie, wie kann man diesen Sport populärer machen? Gerade durch solche Aktionen, wie wir jetzt gegen Paderborn mit euch gemacht haben, dass wir da das Baseballspielen gezeigt haben, dass das Spiel schnell sein kann und dass die Regeln nicht so kompliziert sind, wie sie am Anfang meist wirken. Wir haben ja schon über den 2.4. gesprochen, wenn es gegen die Bonn Capitals geht. Was erwartet die Fans dort genau? Die erwartet auf jeden Fall ein top motiviertes Team. Wir sind alle heiß darauf, zu zeigen, dass wir hoffentlich gegen Bonn mithalten können. Die Bonn Capitals haben, glaube ich, 5, 6, 7 Nationalspieler in ihren Reihen. Also wirklich das Beste, was es mitgibt in Deutschland. Und es gibt 2, 3 Highlights. Der Mark Torrenzi zum Beispiel wird mit dem ersten Pitch die Saison eröffnen. Ich denke schon, dass man auf jeden Fall viel Spaß haben wird an dem Tag. David Wolgemuth, Head Coach der Hannover Regions, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.